Sie sind hier, 2. August 2018, 18.38 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Ralf Fährmann bleibt auch in der neuen Saison Kapitän des FC Schalke 04. Urheberrecht Getty Image. Ralf Fährmann trägt auch in der kommenden Saison die Kapitänsbinde beim FC Schalke 04. Dafür gibt es einen neuen Stellvertreter. Torwart Ralf Fährmann wird den Wiesemeister Schalke 04 auch in der kommenden Saison als Kapitän anführen. Wie der Bundesligist während seines Trainingslagers im österreichischen Mittelschill am Donnerstag zudem bekannt gab, wird der brasilianische Innenverteidiger Naldo den Zumeister Bayern München abgewanderten Leon Goretzka als Stellvertreter Fährmanns beerben. Fährmann und Naldo zählen auch zum Mannschaftsrat, dem außerdem Guido Burgstaller, Daniel Caligiuri und Benjamin Stemboli angehören. Tedesco lobt Fährmann. Ralle hat es in der vergangenen Saison sehr gut gemacht, lobte Trainer Domenico Tedesco seinen Torwart, der in seine zweite Saison als Kapitän der Gelsenkirchener geht. Fährmann spreche Themen auch deutlich an, wenn sie kritisch sind. Dabei hat dann aber niemand das Gefühl, dass er niedergemacht wird. Ganz im Gegenteil, es geht immer um die Mannschaft. Ralle kümmert sich um das Team und ist nicht eitel, sagte Tedesco weiter. Von Sportinformationsdienst.